Redet man über Edelmetalle in diesen Tagen, fällt fast reflexartig der Blick auf Gold und Silber. Das muss nicht immer richtig sein, sagt Thomas May von gottmoortrader.de und verweist auf Platin und Palladium. Warum? Aus dem einfachen Grund, weil wir seit Mitte November, Anfang Dezember eine Abkopplung sehen in der Preisentwicklung von Gold und Silber im Verhältnis zu Platin und Palladium. Die zeigt sich darin, dass Gold und Silber über bestimmte Widerstandsmarken nicht ausbrechen können und Platin und Palladium teilweise einfach schon neue Hochs generieren konnten und bei Platin eben kurz vor einem signifikanten Kaufsignal stehen. Und Sie haben uns das Ganze mal indiziert auf 100%. Das ist ein Halbjahreschart, oder? Das sind die letzten 6 Monate bei allen 4 Edelmetallen. Und hier abgetragen Gold eben in Gelb, in Rot sehen Sie Silber, in Blau sehen Sie Platin und in Violett Palladium. Und was wir schön sehen können, ist, dass der Aufwärtstrend ab August bei allen Edelmetallen etwa gleich stark war, im Anschluss daran eine Korrektur. Diese Korrektur setzt sich bei Gold und Silber weiter fort. Beide Edelmetalle laufen aktuell in schmalen Handelsspannen seitwärts, während sich Platin mittlerweile auf dem Niveau der Höchstkurse vom vergangenen Jahr befindet, bei 1736 etwa, kurz vor einem Kaufsignal. Und Palladium ist längst über das Rallye-Hoch bei 703 US-Dollar ausgebrochen, steht aktuell bei 755 und könnte jetzt weiter steigen. Gibt es denn da mehr Gründe, auch fundamentale Gründe oder nur technische Signale für Platin und Palladium? Gut, einen charttechnischen Analysten nach fundamentalen Gründen zu fragen, ist wahrscheinlich wenig zielführend, aber was wir sehen können, ist bei den Preisbildungsprozessen eine Beschleunigung bei Platin und Palladium nach oben. Insbesondere Platin läuft in sehr schmalen Handelsspannen im Tageshandel, aber sehr dynamisch nach oben, konnte vor kurzem eine wunderschöne bullische Flagge ausbilden und diese nach oben hin durchbrechen, also auch ein kurzfristiges Kaufsignal kurz vor der Entscheidungsmarke ausbilden, während bei Gold und Silber die Handelsspannen immer enger werden, teilweise sehr volatile Tagesausschläge, schwer zu handeln auch und in der Tendenz sehr stark seitwärts. Also man negiert ein Stück die Kaufsignale vom vergangenen Jahr. Grundsätzliche Frage, auch im Sinne des Privatanlegers, den ja auch die Charttechnik immer wieder interessiert und Sie haben es ganz schön eben halt auch versucht zu beantworten. Müssen Sie vielleicht sogar die Fundamentaldaten ausblenden, um den reinen Fokus auf die Charttechnik behalten zu können? Ich gehe davon aus, wenn wir die Kaufsignale bei Platin und Palladium sehen, Gold und Silber dagegen nach unten drehen, wird sich öfters die Frage stellen, ob die fundamentale Bewertung noch mit dem Preis an der Börse in Einklang steht. Und in diesem Fall würde ich sagen, halten Sie sich eher an die Charttechnik und die entsprechenden Kursziele bei den beiden Outperformern Platin und Palladium. Um das zusammenzufassen, sollte auch der Privatanleger vielleicht dieser Tage sogar eher auf Platin und Palladium schauen und weniger auf Gold und Silber? Vor allem auf Platin. Vor allen Dingen auf Platin, das ist doch mal eine klare Aussage am Ende dieses Gesprächs. Thomas May von gottmoortrader.de, haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und diese Erklärungen. Gerne. Vielen Dank.